Okay, well, guys, this is another project from my friend Busterflex and me, and we will start a new project. I have to erase this one. And start again, and right after this we have a we will have a new game. Oh, it's really schon Englisch. Okay, yeah, to end this, this is our new project and we will start right through, but we will do German commenting. Even if I get confused sometimes when I start a video. So enjoy it. I hope you do, even if we are doing our own sandwich sandwich language. Okay, Leute, das hier ist das neue Projekt von Buster und mir. Wir müssen einen Namen eingeben. Und danach müssen wir also noch was machen. Da muss ich euch dabei eventuell ausblenden. Weil ich eventuell auf den anderen Bildschirm wechseln muss, den ihr nicht seht jetzt. Und das könnte ein paar Lichtjahre dauern. Leider. Vielleicht geht's aber auch so. Okay, geht doch so. Denn 1944, the world is in chaos. The Second World War was claimed. Millions of lives leveled cities, destroyed nations. The souls of the war's dead blanket the planet, lost, hurt, and angry. Their anguish summons the Acheris Castle of Legend. It has appeared many times through the history, bringing with it evil in the darkness, the castle of Dracula, the lord of evil. It arrives in man's darkest hour to push us over the brink into ruin. Ja, das hat ja doch alles geklappt, da braucht man gar nichts machen. Und wir starten in die Geschichte und da leite ich euch mal, oh, mit dem Intro allein und hoffe, ihr seht den Pfeil, der gerade auf dem Bildschirm war, nicht. Ja, wie ihr seht, hat einen sehr, teilweise sehr lustigen Charme. Okay, aber bevor wir hier weitermachen, will ich noch mal kurz schauen, ob
Mir kommt es gerade ein bisschen laut vor. Ich unterbreche mal ganz kurz. Okay, das sollte besser sein. Und ich will auch ganz schwer hoffen, dass das diesmal alles funktioniert. Denn... jetzt haben wir auf jeden Fall die richtige Spielgeschwindigkeit. Letztes Mal hat es nicht funktioniert. Ja, das war der Kubus des Charakterwechselns. Und das hier ist der Kubus des Charakterrufens. Ja, und nun habe ich meinen Partner mit mir, den wir aber auch wieder flott wechseln. Und lassen sie lieber im Hintergrund kämpfen. Was das Ganze, finde ich, ziemlich cool macht. Jetzt haben wir ein Buch. Und ein Kurzschwert. Und das... Oh, scheiße. Haben wir hier so ein Menü, wie in jedem Metroidvania-Game. Ich will jetzt wieder nichts Falsches sagen. Nachher guckt das einer und sagt, das ist ja gar nicht in jedem Metroidvania-Spiel. Wir stellen den noch... Wie soll ich sagen, den auch schwachen Vampire Killer erstmal aus. Und ihre Enzyklopädie wechseln wir gegen die Tome of Arms. Und haben dann die ersten zwei, neuen Waffen. Und hier haben wir unseren ersten Safe Spot, den benutzen wir auch gerne. Und laufen gegen eine Wand, das heißt, wir müssen umdrehen und woanders weiterlaufen. Und zwar geradeaus. Das Gute an dieser Waffe ist natürlich, sie ist sehr, sehr schnell, hoffentlich schnell genug. Sonst ist nämlich das gleich am Anfang hier ein bisschen verloren. Und ja, da haben wir es doch. Oh, aber nur wenn wir hier jetzt ganz schnell hochgehen. So, und den kennen wir auch, den Kollegen. Aus Vampire's Kiss und natürlich dem grandiosen Rondo of Blood. A throwing knife used by hunters. Ja, damit hätten wir die Spezialwaffe, die hier in diesem Spiel aber Magie abzieht. So, und speichern können wir so oft wollen, wie ich das eigentlich generell bei jedem Spiel mache. Ich speichere gerne. Denn jedes Mal, wenn ich speichere, heißt das, es läuft. Sie kann irgendwie Treffer einstecken. Ich bin noch nicht ganz dahinter gekommen, wie das alles so läuft. So, hier haben wir einen neuen Kubus. Und zwar den, mit dem man seinen Partner ruft, wenn der worauf soll. Und jetzt müssen wir die erstmal wegschicken. Und dann können wir so machen. Und sie dann schieben. Und dann können wir wieder Charlotte einschalten. Und mit mir gleich Raging Fire, a Burst of Flame. Ja, das müsste ich jetzt kurz nachgucken, ob man da was equippen kann. Das hat sie sogar von alleine. Das heißt, sie kann jetzt höchstwahrscheinlich... Oh, wir wollen natürlich nicht stehen lassen am Anfang. Sie kann jetzt höchstwahrscheinlich Magie nutzen. Und ich übrigens werde diese Videos... Auweiaia. Der wirft sogar zwei Exzellente Penner. Wow, jetzt kriege ich gleich auf die Fresse. Was soll denn das? So, da hat er natürlich keine Chance drin gehabt. Displays the names of the enemies when you attack them. Das heißt, wir sehen wieder die Namen dieser wunderschönen Kreaturen und finden noch einen Helm. Okay, und was, wo ich letztes Mal schon war, da steige ich aber noch nicht durch, was das sein soll. Ich nehme an, so eine Art Teleporter.
Dann ziehen wir uns den Helm mal an. Und hier ziehen wir den erstmal Jonathan an, weil ich werde Jonathan definitiv mehr benutzen. Und ich bin mir auch fast sicher, dass, dass bevor wir hier jetzt weiter tippen und ihr die nächsten, den nächsten Dialog sehen könnt, denn ich glaube auch, dass der CPU dann irgendwie die Zauber benutzen wird, auch wenn ich das jetzt selber noch nicht gesehen habe. Okay, das hier ist für euch. Ja, was ein Zufall. Ja, und jetzt bekommen wir, das habe ich auch noch nicht ganz kapiert, aber ja, genau. Also, sofern ich das verstanden habe, sollen wir jetzt einfach im nächsten Raum, was man zunächst nicht sieht, weil letztes Mal sind wir ja stehen geblieben. Ach, das können wir auch machen, genau. Okay, jetzt habe ich vergessen, eine Potion sollten wir kaufen. Potion weiß ich noch, ja.
Und das andere müssen wir gleich nochmal lesen. Thank you. Und dann hatte ich noch was rausgefunden, aber... A Potion and a Map, okay. I'll make you a deal. Castle Map. Gut. Womit wir quasi eine Sache hätten, dann könnten wir jetzt so machen. How are things? Well done. Ja. Jetzt können wir rutschen. Ansonsten würden wir auch nicht weiterkommen. Den Namen kennen wir auch noch, ne? Also wenn wir Lord of Shadow gespielt haben. Ja. So, und jetzt hatte ich noch was. Warte mal, wie macht man sie nochmal weg gerade? Ja. Nein. Ich hatte irgend... Nein. Irgendwie... Habe ich letztes Mal geschafft, dass dieser Fuzzi hier noch mit mir gelabert hat. Egal, lass uns erstmal speichern. Also jetzt hat man wieder mal einen Dialog, ne? Nach dem Speichern sind wir übrigens auch wieder voll. Ich weiß echt nicht, warte mal. Geh raus, mache so und dann mache ich so. Nee. Ja, sorry. Ich weiß nicht, wie ich das letzte Mal gemacht habe. Echt nicht. Oh. Das war natürlich keine Absicht. Ich habe den letzten Mal, vielleicht kann Basta das nochmal zeigen, ich habe ihn irgendwie angelabert. Hä? Oder jetzt? Egal. Genau. Das wollte ich nämlich auch gerade sagen. Jetzt können wir sliden. Und dann haben wir hier ein Painting. Und in das möchten wir jetzt reingehen. Übrigens habe ich schon mal erwähnt, dass das eine verdammt unglaublich schöne Frau ist. Ich wollte gerade sagen, schön wie ein Bild, aber ja, ist sie ja auch.
Okay. Womit wir dann in der Stadt wären. Übrigens, tut mir leid, ihr werdet wahrscheinlich oben so einen Rand sehen. Da müssen wir gucken, vielleicht findet Bastas ja noch raus, wie man das wegmacht. Das tut mir jetzt leid, dass ihr das in den ersten Videos haben werdet, aber ich glaube, man kann es überleben. Das, wo man das Pausezeichen sieht, den Rand meine. Und wir gucken uns hier das Ganze mal an. City of Hay. Okay. Das zeigt uns also, wo wir sind. Wenn ich das gerade richtig sehe. Ja, und sie kann ruhig was abgezogen kriegen. Wir sammeln uns hier den Kram aber ein. Das wäre ganz gut. Ich muss erstmal gucken, was man hier alles kaputt hauen kann. Weil ich noch so neu bin in dem Spiel. Was ist das? Sieht auf jeden Fall nicht zu lustig aus. Aber jetzt ist er tot. Und das finde ich gut. Ich gehe mal davon aus, dass die Lampen, die wir so kaputt ballern können, die Herzen unsere Magie, ja, nachladen. Clovatiaga. Die wird wohl für die hübsche junge Frau sein. Ja. Zack. Wahrscheinlich wird es auch besser sein, als den Kack, den wir mit ihm kriegen. Aber die braucht ja auch einen besseren Schutz bei so einem hübschen... Hm. Oh. Nächste Mal. Da hat sie uns ein Level beschert. Ja, und jetzt haben wir natürlich nur... Das hat auch geklappt, na nett. Und jetzt haben wir natürlich nur... Können wir das da erreichen? Nee, da braucht man einen Doppelsprung. Aber ich bin mir sicher, da kann man was machen. Ja, stirb. Stirb. Ja, also ich finde es sehr amüsant, das Spiel. Wir müssen übrigens, ich bin jetzt schon drüber. Ich wollte eigentlich nur Viertelstunde lang Videos machen immer. Also das wird natürlich auch zusammengeschnitten dann. Nur wegen, keine Lust auf, gehen wir zuerst lang. Also ich würde sagen, ich mache mal ganz kurz einen Stopp und dann bin ich sofort wieder da in einer Sekunde.